Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem Unimog und zwar die Ausgabe 49 und dort bauen wir den Lautsprecher ein. Und ich würde sagen, vorher schauen wir nochmal ins Heft, was wir da für Informationen über den Unimog bekommen und über andere Unimog-Fahrzeuge außer dem 406. Gut, schauen wir mal in das Heft 49 und zwar den Unimog 406. Wir haben natürlich hier die Anleitung, das ist ganz klar. Und wir haben hier den 427er, der im Kraftraum, aus dem Kraftraum in den Kraftraum kommt. Seit vielen Jahren waren mehr PS ein probates Mittel, um die Modelle der einzelnen Unimog-Baureihe für ihre potenziellen Kunden attraktiv zu halten. Mit der nähernden Jahreswende zeichnete sich jedoch ab, dass nur die 427er, sondern der Unimog an sich zahlreiche Änderungen, viel weitreichender Veränderungen zu bewältigen haben würde. Auch in seiner ursprünglichen Form, wie der 1988 auf den Markt kam, war der U1650 schon souverän motorisiert. Für den Großeinsatz der Kommunaleinsätze, hier zum Beispiel bei der Kanalnetzwartung mittels Spülgerät, reichten die verfügbaren 156 PS völlig aus. Ein stämmiger Geselle, das Detailbild, was hier angezeigt wird, oberhalb des Heckkrafthebers, die Höhenverstellung, Anhängerkupplung, die 427er Modelle für alle denkbaren Zugaufgaben einsetzbar machte. Und hier haben wir noch ein Kraftpaket, wie es Unimog Baureihe 427 noch nicht gesehen hat. So mancher mit kurzen Radschaft vorversehene U16 in Klammern 214 fand den Weg in die Landwirtschaft. Hier mit einer Großflächenspritze im eingeklappten Zustand. Sehen also sehr gut aus, sehr groß aus. Der U16 214 zieht am werkseitigen Kombilifter-Terminal von Mercedes-Benz zahlreiche Eisenbahn-Flachwagen unter den Transporteinheiten heraus. Die Mitarbeiter links bedient die Fernsteuerung für den Unimog. Das war auch eine revolutionäre Sache, dass man die Dinger dann halt entsprechend auch über eine Fernsteuerung steuern kann, was ja mittlerweile bei vielen Kranen auch ist. Nun, der stand also auch der 427er Modelle die absolute Top-Motorisierung der Unimog-Palette zur Verfügung. Konkret kam hier der Motor OM 366 LA zum Einsatz, der in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen verfügbar war. Zum einen mit 214 PS in einer Spezifikation, die mit Abgasnorm Euro 1 konform war, und dann mit 211 PS, die bereits der deutlich verschärften Euro 2 Norm entsprach. Wesentliches technisches Unterscheidungskriterium der beiden Versionen war die Höhe der Verdichtung. So betrug beim Euro 1 16,5:1, während sie beim Euro 2 Betrieb auf 18,5 angehoben worden war. Erstaunlich tat sich auch mit dem Drehmomentwert. Laut offiziellen Angaben stammte der nominal stärkere Euro 1 Motor merklich weniger Newtonmeter auf die Kurbelwelle als der eigentlich schwerere Euro 2 Triebwerk. 660 Newtonmeter des 214 PS standen 780 Newtonmeter des 211 Aggregats gegenüber. Auch das Drehzahlspektrum, innerhalb dessen das höchste Drehmoment bereitgestellt wurde. Unterschied sich beim Euro 1, lag es zwischen 1400 bis 1700 an, bei der Euro 2 Maschine zwischen 1300 und 1400 und damit günstiger. In den sonstigen technischen Eckdaten entsprachen die top motorisierten Modelle weitgehend den anderen 427er. Der U16 214 wartete obligatorisch mit dem kurzen Radstand von 2650 mm auf, stand aber breitbeiniger da. Die Spurweite vorne und hinten hatten von den 1660 mm der leistungsschwächeren Modelle auf 1726 mm zugenommen. Das resultierte insbesondere für den mit kurzen Radstand versehenen U16 214 in stabilisierten Fahreigenschaften auf der Straße, angesichts des massiven Leistungszuwachs eine weitsichtige Maßnahme. Erstaunlich stark war das Leergewicht des neuen gestiegen,
statt wie zuvor 9.156 PS starken Bruders U1600 mit 4.210 Kilogramm wurde das des U1600 214 je nach Ausstattung mit 4.760 bis 5.820 Kilo angegeben. Dann haben wir hier noch für die Baureihe 427 noch ein paar technische Details. Baujahr 1992 bis 2002, Mercedes-Benz 6-Zylinder, Diesel OM 366 LA, Hubraum 6 Liter, Bohrung 97,5 × 133 mm, Euro 1 214 PS, Euro 2 211 PS. Maximales Drehmoment 1:660 Newtonmeter und bei dem Euro 2 780 Newtonmeter. 8 Vorwärtsgänge, 8 Rückwärtsgänge synchronisiert mit pneumatischer Schaltung, Allradantrieb, Heckantrieb und zuschaltbarer Vorderradachse und Differentialsparre vorne und hinten mit pneumatisch zuschaltbarer Radvorgelegewelle. Der Tankinhalt bzw. erstmal der Radstand 3250 mm, Länge 1500, Breite 2170 und die Höhe 2750 mm. Bodenfreiheit war mindestens 495 mm. Der Tankinhalt 130 mm. Leergewicht 6 Tonnen. Zulässiges Gesamtgewicht waren 10 Tonnen. Ich würde sagen, das belassen wir erstmal bei dem und wir schauen einfach mal weiter, was dann so alles noch weiterkommt. Ach, hier haben wir noch ein bisschen was im Eisenbahnbetrieb. Der Unimog ist dank seiner Abmessung auf der Bahnstrecke mit schmalem Lichtraumprofil bestens aufgehoben. Kompakt wie er ist, kann er problemlos in das innerstädtische Tunnelgewirr einfahren. Die vielleicht spektakulärste Ausprägung des Schienen-Unimogs ist aber in der Schweiz zu sehen. Seit 2008 verkehrt der Unimog dort im Doppelpack. Ja, hier auch nochmal ein Schienenfahrzeug mit für den Unimog. Also die sind ja immer hier komplett fett ausgerüstet, die Dinger. Also ist schon fantastisch, was man mit dem Unimog alles wirklich anstellen kann. Ja, hier sehen wir auch nochmal Master and Slave. Die Unimog-Doppelpakete wurden ursprünglich als Rettungs- und Servicefahrzeug für die Metro Lausanne entwickelt. Weitere Verkehrsbetriebe wie die niederländische GVB folgten. Ja, so würde ich sagen, belassen wir das erstmal dabei und ich würde sagen, wir schrauben jetzt erstmal an dem Unimog weiter beziehungsweise die Teile des Lautsprechers anbauen. So, wir packen jetzt erstmal hier die Bauteile aus, was wir jetzt hier so haben. Eine Menge Kleinteile. Natürlich Schrauben, AP und DM-Schrauben. Dann haben wir hier einen Halter. Hier haben wir den Lautsprecher, der noch eingepackt ist. Das ist auch gut so. Nicht, dass der dann auch noch kaputt geht. Da ist er. Und der hat auch gleichzeitig eine Kennzeichnung C, nennt sich das. Und dann haben wir hier den Lautsprecherhalter. Den haben wir hier. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das anbauen können. Als allererstes wird natürlich erstmal die Lautsprecherhalterung angebaut. Die kommt jetzt hier ran, an diesem riesen brachialen Teil hier. Und zwar haben wir hier eine Öffnung und die Öffnung kommt, lass mal gucken hier, oder habe ich das falsch jetzt hier? Moment, mal gucken hier. Moment, führen Sie das Unterteil der Kraftstofftank zu den beiden Halterungen A23, das sind die hier. Ah, das wird von oben raufgeschraubt. Das ist einfach. Stimmt, so wird das raufgeschraubt.
und wird von oben mit DM-Schrauben verschraubt. Hatte schon gedacht, dass das ein bisschen komisch aussieht, weil das irgendwie nicht richtig aussah. Und wir haben hier, na, das Loch ist nicht da, doch hier, 4 Schrauben, die wo er reinkommt. Leider ein bisschen schwer zu sehen. Aber wie gesagt, ich mache ja dann später immer noch, im Abspann sind dann noch Fotos zu sehen. Da kann man sich dann noch mal dran orientieren. Jetzt sehe ich hier die, ah doch, ist er da. So, der ist schon mal fest. Dann kommt jetzt der Schalter mit rein. Nehmen Sie den Schalter, der sich am Ende des Kabels befindet, und packen Sie den in das Fach mit rein. Das ist der hier, der kommt hier mit rein. Vielleicht könnte ich das ein bisschen nach vorne schieben. Ein bisschen schwierig zu sehen. Und wird mit AP-Schrauben verschraubt. Hier mit rein. Erstmal jeweils ansetzen. So, dann haben wir die zweite angesetzt, dann können wir das auch mit reinsetzen. Mit Festschrauben, nicht reinsetzen, Festschrauben. So, und als nächstes kommt dann der Lautsprecher mit rein. Den haben wir hier. So, mal gucken, wie die das meinen. Das Kabel kommt auf jeden Fall nach hinten. Wir haben ja eine, das kommt hier mit rein. So sitzt er, und jetzt kommt der Halter noch mit bei. Der hat hier eine kleine Sicke drinne, die kommt nach unten. Und jetzt müssen wir mal gucken, genau, jetzt müssen wir mal aufstehen hier, um zu gucken, wie das genau positioniert wird. Na, habe ich doch den Lautsprecher genau richtig eingesetzt. Und jetzt kommen auch die beiden Schrauben dazu. Hoppala. Einmal festgeklemmt hier. Und einmal hier. Ja, damit ist der Unimog auch schon wieder eine Runde weiter. Ja, das ist dann auch schon wieder alles. War eine kurze, schnelle Aktion, aber eine schlechte Nachricht. Ich habe den Auspuff abgebrochen, weil ich den angehoben habe, und ja, dadurch habe ich ihn hier an der falschen Position angehoben. Aber das wird sich ändern. Ich werde das noch reparieren. Und dann hält der Auspuff da auch dann wieder. Jetzt haben wir das Chaos beseitigt. Der Auspuff ist wieder dran. Also seid vorsichtig, wenn ihr da das Fahrzeug hochnimmt. Nicht, dass es euch passiert wie bei mir. Ja, wie gesagt, wir haben hier den Auspuff, Quatsch, den Auspuff, ich bin schon verliere, den Halter für den Lautsprecher angebaut. Das ist im Grunde genommen eigentlich der Tank, der, ich glaube, waren 160 Liter, wenn ich mich nicht ganz irre gefasst hat. Und ja, irgendwie ist das Rad hier noch lose. Ist ja merkwürdig. Aha, so fest. Jo. Ja, wie gesagt, Fahrzeug ist fertig, und das war die Ausgabe 49. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Infos mit rüberbringen, und bis zum nächsten Mal. Achso, schaut meine anderen Projekte auch noch mit an. Bin völlig durcheinander jetzt durch den Auspuff hier, das ärgert mich richtig. Aber gut, es ist halt wie es ist. Ja, dann habt vielen Dank fürs Zuschauen, schaut bei meinen anderen Projekten mit bei, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Micha.